Ich möchte Ihnen jetzt noch einmal die Addition zweier Brüche herleiten, allerdings diesmal etwas expliziter benutzen, dass wir dazu die beiden Brüche auf, ja, wie sagt man so schön, auf den gleichen Hauptnenner bringen. Dazu werden wir uns zunächst wieder A, B, C und D aus den Zahlen hernehmen und wir schauen uns mal einen Bruch A durch B an und erweitern den oben und unten mit einem D. Und da sind wir gewohnt, dass sich nichts ändert und das ist wieder A durch B. Das müssen wir aber jetzt eigentlich erstmal mit unserer Definition herleiten. Das heißt, das ist A mal D mal, das steht unten, also B mal D hoch minus 1. Das wissen wir aber standardmäßig, ist das also B hoch minus 1 mal D hoch minus 1. Das D hier geht mit dem D hoch minus 1, wird das zu 1, also bleibt tatsächlich über A mal B hoch minus 1 und das ist tatsächlich durch B. Das passt also zum Brüche erweitern, dass dieses D hier sich wirklich wegkürzt. Und jetzt geben wir nochmal damit einen alternativen Beweis für die Addition an. Also, wir schauen uns an, A durch B plus C durch D. Und jetzt machen wir das wirklich so, wie Sie das eigentlich gewohnt sind. Wir versuchen das also zunächst mal auf den Hauptnenner zu bringen. Das heißt, links werden wir mit D erweitern. Wir haben also A mal D durch B mal D plus, und hier muss ich mit B erweitern, B mal C durch B mal D. Das ist jetzt unser Hauptnenner. Jetzt müssen wir aber weitermachen mit der Definition. Das ist also A mal D mal B mal D hoch minus 1 plus B mal C mal B mal D hoch minus 1. Jetzt können wir das Distributivgesetz anwenden. Also hier steht B mal D hoch minus 1 und in der Klammer steht A mal D plus B mal C. Ja, das passt jetzt aber, das ist gerade sozusagen der Zähler und der Nenner. Unten steht also B mal D und oben bleibt stehen A mal D plus B mal C. Und so haben wir alternativ nochmal die Addition zweier Brüche uns hergeleitet, indem wir das wirklich, wie wir das eigentlich von früher fast schon kennen, auf sozusagen auf den Hauptnenner gebracht, B mal D.